Ich habe einmal da oben gestanden und das Letzte, was ich auf der Welt gemacht hätte, wäre mich da so hinzustellen. Oh Gott, wow, der kann echt über ganz Potsdam blicken da oben. Und er zeigt uns jetzt gleich den Head Down. Komplett schwindelfrei, natürlich muss man sein als Stuntman, aber beim Head Down, da geht es nicht darum, ob er jetzt links oder rechts landet, sondern es geht darum, in welcher Körperhaltung. Er springt nämlich mit dem Kopf nach unten auf das Luftkissen zu. Wenn er jetzt mit dem Kopf da auch aufkommt, dann macht er es morgen nicht nochmal. Weil aus der Höhe wird so ein Luftkissen richtig schön hart, muss man in der richtigen Position landen und diese Position im freien Fall zu erwischen, da kann dir keiner bei helfen, wenn du einmal abgesprungen bist. Willst du es wirklich machen? Nein. Aber ihr wollt es sehen, oder? Ja. Also, aus 20 Metern jetzt der Head Down von Paul. Ton ab, Kamera ab und... Ja!